So, da geht's auch schon weiter. Wir sind aus dem Koma erwacht. Und wie es aussieht, sind wir auf dem U-Boot. Kollege, was ist los? Nehmen Sie das. Die Suche nach Ihnen. Oh, Scheiße. Da kommen Sie. So, wir sind Bidget Blaskowitsch. Wir können auch einhändig Rollstuhl fahren und dabei ein paar Wölfe töten. Hi. Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück. Weg so. Hallo. Wir auch zielen? Ja, wir können zielen. Ich glaube, es gefunden. Okay, und schon tot. Das ist, ja. Die Steuerung ist echt ein bisschen ekelhaft. Da kommen Sie. Hallo? Das U-Boot gehört jetzt uns. Ihr kriegt's nicht zurück, Hallo? Wichser. Ey. Jetzt schon? Ja, das kann man noch einsammeln. Besser. Oh, alles mitnehmen. Ei! Sieht aber echt nice aus. Medischocks. Rüstung. Alles gebrauchen. Ob das Röntgenbilder von uns sind? Könnte fast sein, ne? Aber wir haben so lange im Koma gelegen. Fahr da ja durch! Hey, jemand da? Also unsere Kollegen liegen hier tot am Boden. Wie haben die überhaupt das U-Boot gefunden? Achso, der komplett zusammengeschraubt. Okay, so. Mal schauen, wo es weitergeht. Noch mehr Munition. Hallo? Oh, hi! Na, ja, komm her. Haltet euch, geht's nicht weiter? Bin unterwegs. Ja, ja. Also, wo geht's denn? So, hier hoch? Ja, was, das kannst du jetzt nicht, oder was? Oh, ehrlich. Na gut. Ist hier was? Oh, schick. Hier haben wir bloß... Ja, ich mal ganz kurz. Ich sehe gerade, das ist hier voll drüber. So. Sind auch die Leben zu sehen. Schön. Wir haben plus 50 HP, oder? Wir machen ganz schön Damage. Praktischerweise gibt es hier in diesem U-Boot. Oh, da liegt er auf dem Zeug. Kommen wir da nicht hin? Jetzt roll doch mal rückwärts, Kollege. Hinten liegt ein Haufen Gelumbe. Ah, scheiße. Ich dachte, wir können vielleicht wieder einfach runterrollen. Okay, explodiert nicht. Hallo? Was macht denn ihr? Da könnt ihr nicht durchschießen. Merkt ihr das nicht? Aua! Ah, ich weiß, was jetzt gleich kommt. Hey. Okay. Nee, 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 nee. Okay, jetzt kommen Sie. Aber wir müssen erstmal. Hier liegt doch so viel Zeug. Der Boden ist nass, das heißt, das System funktioniert. Kommen Sie.
Ja, nass. Nass trifft jetzt vielleicht nicht ganz. Schnell. Ah, na also. Ah, eins, zwei, drei. Und tschüss. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger schön, dass Sie herumlaufen. Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Wir sind Vijay Gostkowitz. Sie ist hinter Ihnen her. Sie also, ob uns so eine kleine Granate aufhalten könnte. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde Platsch. Von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse. Ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn es geht. Los. Ich gebe mir größte Mühe. Keine Sorge, Doktor. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ja. Ich bin der Jäger. Jawohl. Ja, Jens, aber da fehlt ein Teil davor, den ich gestern schon gespielt habe. Da fehlen knapp so 17 Minuten. Das hat man noch nie gesehen. Kannst du natürlich bei mir auf dem Kanal schauen. Schon hochgeladen. Hey, Kollege! So. Das E-Fall aktivieren, okay. Wollen wir nicht so einen Stress da unten? Oh. Also, ich sollte vielleicht ein bisschen vorsichtiger spielen. Ein bisschen. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin der Jäger. Kann er nicht durchschießen, oder was? Da oben ist oder? Mach an! Caroline, wo immer sie sind. Dann ist die Falle. Machen wir nochmal kurz aus, mal gucken, ob wir da hinfahren können. Einsammeln hier. Ach, hier hinten geht es dann auch einfach runter. Okay. Und dann fahren wir halt hier runter. Den Zeitzeug nehmen wir natürlich noch mit. So, Limit erreicht. Nachladen. Okay, immer noch Limit erreicht. Ey, hallo! Krass. Wieder auf 30 HP runter, ey. Okay, jetzt sollten wir hier vielleicht nicht mehr durchfahren. Durchrollern, was er gesagt. Aber die Munition. Das dachte ich schon, steht einer. Okay, die Falle ist an. Die auch. So. Ja, den Knopf kann ich nicht wieder runterdrehen. Das ist schon ein bisschen idiotisch eigentlich. Dankeschön, 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 hallo. Da hinten liegt doch was. Ich muss leider alles einsammeln, das geht nicht anders, tut mir leid. Wir bräuchten ein paar Medis.
Vielleicht hätte man die Schwierigkeit auch nicht ganz so hoch stellen sollen. Ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. So. Hat Medis gesehen? Ja. Nur das absammeln? Nein. So, jetzt hier hoch. Ach, ey. Ist egal, ob links oder rechts? Ich nehme mal rechts. Das ist natürlich sehr rollstuhlgerecht gebaut hier alles, ja. Da haben die Wölfe aufgepasst bei ihrer Konstruktion. Da haben sie sich komplett an alle Dienst und Norms gehalten. Hi. Huch. Noch einer. So, hinten liegt auch noch was. Sonst noch was? Oh, Medis. Sehr wichtig. Ah, Dankeschön, Dankeschön. Ja, liegt noch mehr Zeug. Ja. Kommen wir denn jetzt hier hoch? Ach so. Scheiße. Noch ein Wiesenauer Kämpfer. Wir werden sie alle rächen. Jeden einzelnen. Hey, komm mal her. Komm mal her. Alter, was macht denn der für Damage? Das ist krass. Oh, komm. Wir sind nicht Terror-Billy, wir sind Rollstuhl-Billy. Hi. Krass, bloß ein Helm von der Rübe geschossen. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Hä? Scheiße. Ich glaube, ich werde die Schwierigkeit dann nochmal eins runterstellen für den ersten Durchlauf. Da lebt er immer noch. Oh, krass. Ich würde das gleich machen. Sonst das ja wohl noch öfter passieren. Ups. Gameplay. Immer eins runter, dass wir nicht so schnell sterben. So. So, uns fehlen auch die Medis, die wir hinten gefunden haben, oder? Ah, aha. So. Gehen wir mal links rum. Was ist denn der uns jetzt? Oh Mann. Schon fast ein bisschen deprimierend. Jupp. Wo ist er denn jetzt? Hey, hallo, Party. Na komm, ich weiß, dass du da bist. So. Nein! Alter! Nimm dir die alle her! Los! Haben wir alles, haben wir alles. So, können wir gleich mitfahren? Dankeschön! Ach, müssen wir noch eine Runde fahren. Aber es sieht echt nice aus. Ich bin schon ein bisschen beeindruckt. Oder ein wenig, auf jeden Fall. Finden wir hier noch was? Zum, was zum Lesen anhalten? Hä? Wo stand das jetzt? Dass das Ding oben war? Soldat Oscars Notiz. So, Kommandant Fischner, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber ich glaube, dass wir einen Notfallplan benötigen, falls ein terroristischer Angriff stattfinden sollte. Ich bin mir sicher, dass Sie die Berichte gesehen, die Artikel gelesen und die Rede gehört haben, die General Strasse neulich gehalten hat. Der irre Amerikaner richtet überall, wo er auftaucht, Unheil an.
Was passiert, wenn er hierher kommt? Gibt es auf dem U-Boot einen Ort, an dem wir Zuflucht finden können? Ich denke, dass wir uns dafür wappnen sollten. Gruß Oscar. Wo liegt denn die Notiz, die ich gerade lese? Esker? Hinten kommt keiner? Hä? Na, merkwürdig. Sehr merkwürdig. Können wir auch hier hinten lang? Hier das. Auch eine Schranke. Aber hier geht's runter. Okay. Also machen wir das erstmal aus. Guten Tag. Keiner da. Alles gut. Ein bisschen Rüstung. Und ein bisschen Munition und Leben. Leben sind sehr gut. Noch jemand? Dann wir auf einem Torpedo rollern. Ein paar Granaten in der Gegend rumstellen. Noch dann. Hallo. So, okay. Aha. Wir können uns also anzeigen, wo wir hin sollen. Hat mir im ersten Teil ein bisschen gefehlt, weil manchmal hat man sich echt irgendwo verirrt und hatte dann keinen Plan, wo es lang geht. So, hallo. Munition absammeln. Welche Schranke machen wir denn jetzt an? Ne, wir haben die ausgemacht. Okay. Dann brauchen wir gerade nicht. Gut. Hey, hallo. Nicht gibt's. Nein. Ja, genau. Genau das wird die machen. Upp. Okay, ist jetzt also wieder drauf sein, oder? Oh. Ey! Alter! Aua! Hey! Kannst du mal bitte meinen Rollstuhl aufstellen? Danke, vielleicht? Auf ein neues, alter Mann. Ignoriere den Schmerz. Kehr irgendwie das Förderband um und dann zum Aufzug. Okay, soll das Förderband umlenken. Das sieht nach dem Knopf dort aus. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Na, komm schon. Und noch einer. Oder was kommt denn da angerannt? Da ist ein Knopf. Da ist ein Helm. Da sind ein paar Wölfe. Okay, haben wir hier noch irgendwo was? Munition. Rüstung. Alles mitnehmen. Guten Tag. Ja, wo geht's denn hier hin? Auf dem Rad waren wir vorhin. Ist hier noch was? Noch mehr Freunde.
Hey, hallo. Hier rein? Nee. Das ist noch ein Förderband, aber das bringt uns nichts. Ach, okay, wenn es explodiert, dann leuchtet es rot auf. Wir haben ein paar Granaten gefunden, geil. Die haben wir natürlich am Granatenfach vom Rollstuhl angebracht. Das ist hier Standardausrüstung. Ist das eine Tür? Ne. Muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurückrollen? Das ist ja nervig. Ah, wir können auch schnell rollen. Das ist sehr gut. Oh, gibt's hier was? Nein, nein, nein. Und dann werden wir mal den Knopf drücken. Au! Oh. Knie eingehauen. So, Knopf. Gut. Förderband umgekehrt. Auf geht's. Oh, warte. Oh, Kissen. So, wo war jetzt das Förderband? Ach hier. So, Überraschung. Wo geht's? Oh, da geht's nirgends hin. Okay. Guten Tag. Niemand da. Bin ich hier hoch? Ja. Gibt nur nichts. Schade. Boah, die Mucke ist echt geil. Ein bisschen lauter machen, ja? Gucken wir mal kurz hier hinten. Da nehme ich zwar kaum noch selber reden hören, aber das macht ja nichts. Okay. Plattformaufzug aktivieren. Alter, du Bastard! Komm mir aus der Sonne! Anja! Runter von meinem Mann! William, alles in Ordnung? Ja, ja, alles bestens. Anja. William, ich habe gebetet, dass du aufwachst. Ich bin eine Last. Sag doch nicht sowas. Komm. Hoch mit dir. Du bist dick geworden. Ja. Sag ich bin ein Zwilling. Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Jetzt hoch mit ihnen. An Deck. Set. Hi. Gut festhalten, William. Wo kommt der jetzt her, eigentlich? Ist er einfach so durchs U-Boot spaziert, oder wie soll ich das verstehen? Oh oh. Max! Hey, Max! Guter Schuss, Max! Lächeln! Oh oh. Au. Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen. Oh, Engel. Loslassen! Seekrugen! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach! Das weißt du nicht! Dieter! Abführen zum Verhör! Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht, die Diät nicht eingehalten. Ah, vergib mir, Mutter. Ja, Mutter des Jahres. Ich habe ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh!
Du bist eine Schande für dein Land und deine Familie. Was werden die Leute denken und sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter. Was für eine Schande. Los, Wange erhalten. Ach, du bist den Aufwand nicht wert. Hat ihr gerade ihre Knarre fallen lassen? Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen. Ja, Mutter. Los, rein, Männer. Ich lock ihn raus. Megafon. Have you taken your German lessons? There you come, Doc. Oh, vielen Dank.